Hallo ihr Lieben, hinter mir stehen schon zwei Varianten der Mini-Hochbeete, Hochbeete für die Tomaten. Und direkt neben mir warten noch sieben Pflanzen, die im Boden wollen. Und ich versuche das heute umzusetzen, dieses Video zu packen. Ich hoffe, ich werde fertig, aber ich bin da guter Dinge. Ich leg dann mal direkt los. Ja, um diesen freien Platz hier neben geht's. Und da werde ich mir jetzt was einfallen lassen. So, ich denke, das sollte reichen, oder? Hol ich die Erde. Das Loch sollte reichen, genug Platz hat es. Wer sich da Sorgen macht über Stabilität, das funktioniert wunderbar. Die anderen beiden halten richtig gut im Boden und rein damit. So, ich finde, das kann sich wie die anderen sehen lassen. Das Ding ist riesig und passt auch gut in diese Dreier-Kombo. Alle unterschiedlich groß. Hier kommen die meisten rein, sieben an der Zahl. Und die sind jetzt dran. Vorher noch ein Blickwinkel von der anderen Seite. Ja, und auch von hier sieht das super aus. Alle sind drin, jetzt geht's ans Mulchen. So, das sollte reichen. Jetzt werden die Tomaten noch angebunden.
So, liebe Leute, jetzt muss ich mit der Frontkamera filmen. Mein Handy ist nass geworden. Die andere Seite ist leider hinne. Total beschlagen, voll Wasser. Dass ich gerade noch filmen kann, ist ein Oberwunder. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars.